Vajona, du bist unglaublich. Hä? Ja, ich denke schon. Ich habe diesen Sprung gemeistert und bin vor Silas und Alexi zum Stehen gekommen. Was soll ich als nächstes versuchen? Hey, mein Name ist Vajona und ich komme aus Florida. Bitte liked und abonniert. Seit ich ein Baby war, habe ich mich in der Geschwindigkeit verliebt. Meine Mutter sagte, als ich gerade 2 Jahre alt war, habe ich einen Schlitten gefunden und bin einen Hügel runtergerodelt. Wenn sie mich nicht gefangen hätte, wäre ich schwer verletzt. Niemand wusste meine Leidenschaft für Geschwindigkeit zu teilen. Oh, das ist unglaublich. Oh, findest du wirklich? Ja, darf ich mitspielen? Klar. Silas, wo gehst du hin? Komm schon, Excel. Hä? Silas fand meine waghalsigen Stunts immer toll, aber Excel schien mich zu hassen. Trotzdem genoss sie die Gesellschaft. Eines Tages sah ich das Schild zu verkaufen in dem Vorgarten. Sie verlassen mich. Wir bleiben in Kontakt. Ich schickte Silas E-Mails, da ich noch ein Kind war und kein Social Media hatte, aber er antwortete nie. Ich nahm an, dass er in einer neuen Stadt ein anderes tolles Mädchen gefunden hatte. Jetzt, da Silas und Excel weg waren, war leider Mom an der Reihe, sich mit meinen Eskapaden zu beschäftigen. Oh Schatz, mach langsam, du verschluckst dich. Mir geht's gut, Mom. Ich stürzte mich durch das Frühstück und hinterließ ein Chaos und Mom folgte mir. Mit dem Tuch. Vajona! Mama war eine Perfektionistin und das kollidierte mit meiner rasanten Art, aber ich merkte nicht, wie viel Stress ihr das bereitete, bis ich eines Tages mit meinem Fahrrad über eine Rampe flog, die Kontrolle verlor und durch das Zimmerfenster fiel. Was? Oh, Vajona! Sorry, Mom! Plötzlich rutschte eine Vase herunter und zerschellte auf den Boden. Mama und ich starrten uns geschockt an. Das war nicht nur irgendeine Vase. Das war die Vase meiner Urgroßmutter, ein Familienerbstück. Oh, oh mein Gott, Mom. Ach, ich räume das auf. Mom, es tut mir so leid. Schatz, du musst dich beruhigen. Ich fühlte mich so schuldig für das, was ich getan hatte. Also tat ich, was sie sagte und hörte mit meinen waghalsigen Stunts auf. Ich bin stolz auf dich, Vajona. Das kann nicht einfach gewesen sein. Ja, aber ohne meine Sachen verfiel ich schnell in Verzweiflung. Ich war unglücklich. Ich brauchte diese Geschwindigkeit, um zu überleben, um zu funktionieren. Meine Mutter bemerkte, dass es mir schlecht ging und zu meinem 16. Geburtstag nahm sie mich mit zu einem Formel-1-Rennen. Als ich die Autos rasen sah, spürte ich, wie etwas in mir Klick machte. Mama, ich will Rennfahrerin werden! Was war das? Ich will Rennfahrerin sein. Oh Gott. Ironischerweise hatte Mom, die mich zum Rennen mitgenommen hatte, meine Leidenschaft für Geschwindigkeit wieder geweckt. Und nun wollte ich unbedingt bei der Formel 1 mitfahren. Ich widmete jeden Tag dem Ziel, Rennfahrer zu werden und steckte Blut, Schweiß und Tränen in diesen Traum, bis ich schließlich eines Tages an der Startlinie war. Ich winkte Mama in der Menge zu. Pass auf dich auf, Schatz! Ich gab ihr meinen Daumen hoch. Die Ampel zählte rückwärts und dann war es grün. Ich drückte das Gaspedal durch und wir fuhren los. Ich schlängelte mich im Zickzack durch die Autoschlange, bis ich an der Spitze des Rennens war. Eine Runde nach der anderen verging und es sah wirklich so aus, als würde ich gewinnen. Aber dann tauchte in letzter Sekunde, kurz vor der Ziellinie, ein anderes Auto auf. Das Auto überholte mich plötzlich um 2 Meter. Was? Nein! Das Auto hielt an und plötzlich umschwärmte es eine Schar kreischender Mädchen. Hä, ist er berühmt oder so? Ich bahnte mir den Weg durch die Menge, um den Fahrer zur Rede zu stellen. Und als ich ihn sah, verdrehte ich die Augen. Ich gab es nur ungern zu, aber dieser Typ war verdammt heiß. Ich konnte fast die Wärmewellen spüren. Oh, tut mir leid. Bemitleide mich nicht. Schön, dich zu sehen, Vajona. Woher kennst du meinen Namen? Erinnerst du dich nicht? Und dann fiel es mir ein. Silas, seit wann bist du so... ich meine, so alt. Ich wusste nicht, dass du heute am Rennen teilnimmst. Was für ein Zufall, dass wir beide Rennfahrer sind, was? Bevor ich was sagen konnte, brachen plötzlich Schreie von Fans in der Menge aus. Es hörte sich an, als käme jemand Berühmtes hierher. Den Schreien nach zu urteilen, war es jemand sehr Berühmtes, wie Scarlett Johansson oder Angelina Jolie. Plötzlich tauchte dieses große Mädchen mit einem gottgleichen Gesicht auf und ging zu Silas. Ich bin so stolz auf dich, sie. Oh, ist sie deine Freundin? Freundin?
Du solltest mal dein Gedächtnis überprüfen lassen, Wyona. Das ist Excel, meine Schwester. Was? Das ist Excel? Wow, ihr seid wirklich toll. Warum konnte ich nicht auch so ein Glow-Up haben? Also, du hast Öl auf der Wange. Oh, ja, es war schön, euch beide wiederzusehen. Ich gehe dann mal. Aber, bye. Ich hatte ganz vergessen, wie unhöflich Excel sein konnte. Es schien, als würden sich manche Dinge nie ändern. Am nächsten Tag sah ich überall Paparazzi an mir vorbeisprinten. Da ist Excel und da ist Silas, der Formel-1-Sieger. Was? Warum waren sie hier? Danach hätte ich einfach gehen sollen, aber ich konnte nicht anders. Ich war neugierig, also folgte ich den Paparazzis dorthin, wo die beiden waren. Ich fand Excel, die für Fotos posierte und lächelte, während Silas in der Ecke stand und sich offensichtlich unwohl fühlte. Warum hat Excel ihrem Bruder nicht geholfen? Ich ging durch die Menge direkt auf Silas zu und ergriff seine Hand. Komm mit mir. Okay. Ich zerrte Silas von den blinkenden Lichtern weg. Was? Silas? Wir rannten weg und ich zog ihn in eine Hausmeistertoilette, wo er sich versteckte. Ugh. Sah so aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Silas sah mich genau an. Weißt du, es ist komisch. Irgendwie bist du schöner als vorher. Was? Ich wollte dich eigentlich fragen, du weißt schon, ob du Lust hast, mal mit mir auszugehen. Unsere Gesichter waren nur noch ein paar Zentimeter voneinander entfernt. Ich habe keine Ahnung, was passiert wäre, wenn sich nicht plötzlich die Tür geöffnet hätte und Excel mit Paparazzis da wäre. Die Kameras blitzten, während Silas und ich benommen waren. Silas! Plötzlich packte er unsere Hände und führte uns von den Paparazzis weg in sein Auto. Wir waren schneller weg, als die Paparazzis gucken konnten. Silas, was hast du mit ihr in diesem Hausmeisterschrank gemacht? Silas ignorierte sie und drehte sich zu mir. Wyona, wir sollten uns mal wieder treffen. Willst du zum Abendessen kommen? Ich warf einen Blick auf Excels todernsten Blick und schüttelte den Kopf. Danke für das Angebot, aber ich habe keine Lust. Ach komm schon, um der alten Zeiten willen. Der Ausdruck auf Silas Gesicht brachte mich zum Schmelzen. Wie konnte ich da Nein sagen? Okay. Toll, perfekt, yay. Später an diesem Abend saß ich mit Silas und Excel in einer riesigen Villa am Esstisch. Sie waren mega reich und das sah man. Möchten Sie etwas Kaviar-Dip? Klar. Also Wyona, wie ich sehe, hast du meinen Bruder als Rennfahrer kopiert. Kopiert? Was Excel damit sagen will, ist, dass es toll ist, dass wir beide im selben Gebiet sind. Ich frag mich nur, warum du mir das nie erzählt hast. Naja, eigentlich hast du mich nie kontaktiert. Was? Da hast du meine E-Mails nicht erhalten? Nein, das ist seltsam. Ich bemerkte, dass Excel misstrauisch wegschaute und hätte fast mein Kaviar ausgespuckt. Warte, hast du damit was zu tun? Ha, nein. Excel sah Silas an und seufzte. Oh, okay, gut. Ich war's. Ich habe ihre E-Mails gelöscht. Was? Warum? Weil wir aus der Stadt weggezogen sind. Es war Zeit für dich, weiterzuziehen und das verrückte Mädchen von nebenan zu vergessen. Verrückt? Excel, das ist wahnsinnig. Ging es nur mir so oder wurde Silas rot? Aber Silas, ich kann mich nicht mit dir beschäftigen. Wyona, es tut mir leid, dass ich dich in der Anwesenheit meiner furchtbaren Schwester hergebeten habe. Du kannst gehen, wenn du willst. Okay, ja, wir sehen uns. Ich ging sofort und das Taxi fuhr los, bevor ich Silas und Excel streiten hörte. Am nächsten Tag chillte ich bei mir zu Hause mit meiner Mutter, als es an der Tür klingelte und ich öffnete, um Excel zu sehen. Sie trug eine Mütze und eine Sonnenbrille, um offensichtlich nicht entdeckt zu werden. Was machst du hier? Hör zu, Wyona, es ist ein Notfall. Die Presse hat Fotos von dir und Silas in diesem Hausmeisterschrank veröffentlicht. Und jetzt machen sie schreckliche Gerüchte. Sie sagen, dass Silas sich mit dir trifft. Ugh. Was? Hör mal, macht es dir was aus, wenn ich eine kleine Ankündigung mache, um die Verwirrung zu klären? Ich brauche dazu nur deine Zustimmung, weil du die Leute nicht anlügen willst, richtig? Ich meine, du und Silas, ihr seid natürlich nicht zusammen, ne? Ja klar, du hast mein Einverständnis. Excel grinste. Ha, perfekt. Tschüss. Und dann war sie weg. Als ich zurück ins Wohnzimmer ging, sah Mom besorgt aus. Was ist los?
Ich traue diesem Mädchen nicht, Fiona. Sie ist zwar schön, aber ich habe das Gefühl, dass sie innerlich hässlich ist. Ganz ruhig, Mom. Was soll schon passieren? Wie sich herausstellte, passierte etwas sehr Schlimmes. Ein paar Tage später war ich in der Garage des Rennwagens und arbeitete am Motor, als Mom hereinkam. Oh, Fiona, das musst du dir ansehen. Sie zeigte mir ein Video von Excel bei einer Pressekonferenz. Ich bin sicher, ihr habt alle Gerüchte über meinen Bruder Silas und irgendein unbedeutender Niemand namens Fiona mitbekommen. Nun, ich freue mich zu bestätigen, dass die Gerüchte falsch sind. Mein Bruder würde sich auf keinen Fall mit einer Göre wie Fiona treffen. Und Silas hat mir sogar gesagt, dass Fiona die letzte Person ist, mit der er sich treffen würde. Tatsächlich ist Silas mit einem anderen Model zusammen, mit Harley. Der Bildschirm flackerte und da war das Model auf einer Party. Sie haben sich umarmt. Was? Oh nein! Oh, Silas, wie konnte er nur? Oh Schatz, es tut mir so leid. Plötzlich ging die Tür wieder auf und da war Silas. Ich weiß, dass du das Video gesehen hast und bevor du... Ich spritzte ihn mit Öl voll. Du Idiot, du wolltest mich nur verarschen, oder? Du wolltest nie mit mir ausgehen. Ich wette, dass das der Plan war, von dir und deiner bösen Schwester. Was? Nein, nie! Meine Mutter stellte sich zwischen uns und gab ihm eine Ohrfeige. Lass die Finger von meiner Tochter! Aber wir gingen weg und ließen ihn stehen, bevor er mir noch mehr wehtun konnte. Ich wollte keinen Rennsport mehr machen und fragte Mom, ob wir nach Italien ziehen können. Natürlich, mein Schatz, wenn du dich damit besser fühlst. Danke, Mama. Wir zogen um und ein paar Wochen lang fühlte ich mich dort sehr wohl, aber dann verspürte ich wieder ein Verlangen nach etwas, irgendwas in meinem Blut. Eines Tages, als wir im Café saßen, entdeckte ich ein Flugblatt für Gleitschirmfliegen. Mama, schau! Oh Schatz, bist du sicher? Ich will Gleitschirmfliegen. Aber Fiona, das ist gefährlich und... Entspann dich, Mom, mir wird nichts passieren. Ach, das sagst du doch immer. Am nächsten Tag buchte ich einen Termin zum Gleitschirmfliegen und Mom und ich kamen an der Klippe an, wo wir abspringen und durch die Luft schweben würden. Pass auf dich auf, dass du dich gut festhältst. Lehn dich nach links und rechts. Fiona, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Mom, du machst dir zu viele Sorgen. Plötzlich ertönten hinter uns Rufe und die letzte Person, die ich erwartet hätte, war da. Silas, was machst du denn hier? Fiona, warte, bitte lass mich reden. Ich habe doch gesagt, du sollst dich von meiner Tochter fernhalten. Ich weiß, ich kann verstehen, warum du das willst. Es scheint, als wäre ich ein Idiot, aber Fiona, du musst mir glauben, das waren alles Lügen. Bitte, glaub mir. Hör auf mit den Ausreden. Nein, im Ernst, Excel hat sich das alles ausgedacht. Ich habe nie solche schlimmen Dinge über dich gesagt. Und das Foto von mir mit dem anderen Model, Excel hat das nur auf einer Party gemacht und das Model gebeten mich zu umarmen. Die Wahrheit ist, ich bin in dich verliebt. Schon damals, als ich dich das erste Mal beim Bau der Wasserrutsche in dem Hinterhof gesehen habe. Du bist leidenschaftlich, mutig, stark, freundlich. Du bist die Einzige für mich. Silas! Plötzlich tauchte Excel auf. Silas, bleib weg von ihr! Silas erschrak und ich sah zu, wie das Unvorstellbare geschah. Sein Fuß rutschte aus und er verschwand über den Rand der Klippe. Silas! Nein! Ich rannte und sprang über den Rand. Fiona, nein! Ich schwebte hinunter, winkelte meinen Gleitschirm an, um die Oberflächenspannung zu vermeiden und erwischte ihn in einer Sekunde. Ich zog ihn neben mir hoch und gemeinsam schwebten wir zurück, wo die anderen warteten. Wir landeten unbeholfen und rollten herum, bis wir standen. Fiona, du hast mein Leben gerettet. Du hast mein Herz und ich verdanke dir mein Leben. Ach, sei nicht so dramatisch. Ich küsste ihn. Es war so schön und es fühlte sich genau richtig an. Plötzlich ertönte eine Stimme. Silas, oh mein Gott! Excel schnappte sich ihren Bruder und umarmte ihn. Erschreck mich nie wieder so. Mir geht's gut. Keine Sorge. Excel drehte sich zu mir um. Fiona, ich schulde dir eine Entschuldigung. Ich habe dich wie Dreck behandelt. Dabei warst du nur fair und nett. Und du hast gerade meinem Bruder das Leben gerettet. Ach. Ja, ich schäme mich für mein Verhalten. Bitte. Es tut mir wirklich aufrichtig leid. Mach dir keine Sorgen, Excel. Ich vergebe dir. Ach, nein, nein, nein. Mama,
Das hätte nicht passieren dürfen. Excel, wieso konntest du sie nicht auseinanderbringen? Mom, was meinst du? Excel, was sagt sie da? Oh. Die Wahrheit ist, Wayona, deine Mom hat mich gebeten, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um dich und Silas auseinanderzuhalten. Aber jetzt sehe ich ein, dass es falsch war, das zu tun. Mom, wie konntest du nur? Weil... Oh. Liebling, ich mache mir die ganze Zeit solche Sorgen. All die Stunts, diese gefährlichen Mätzchen. Immer wenn du mit Silas zusammen bist, schienen sie sich zu verstärken. Das war schlimm. Aber Mom, ich bin kein kleines Kind mehr. Ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich weiß, aber... Mama! Du musst mich gehen lassen. Oh, ich weiß. Ich liebe dich, aber würdest du bitte aufhören zu versuchen, mein Leben zu kontrollieren? Ich werde es versuchen, meine Süße. Oh. Ich umarmte sie. Ist okay.